junge Frau wird eigentlich hintergangen, dass man ihr vorgaukelt, sie würde den schönen Paolo, also Paolo il Bello, heiraten. In Wirklichkeit wird er aber nur vorgeschickt, quasi als Werber für seinen Bruder, der alles andere als hübsch ist, der auch von den Manieren eher das ist, was man grob nennen würde und vordergründig unsensibel. Und als sie zu spät merkt, dass sie den Ehevertrag unterschrieben hat mit diesem von ihr auf Anhieb dann ungeliebten Mann, so wie sie auf Anhieb sich in Paolo verliebt hatte, und sie dann auch noch innerhalb von dieser Familie, in die sie eingeheiratet hat, den dritten Bruder kennenlernt, den seelisch deformierten und im Laufe des Stückes dann auch, weil er ein Auge verliert, dann körperlich deformierten Malatestino. Sie sucht sich eine Verhaltensweise raus, mit jedem von diesen drei Brüdern eigentlich speziell sich das zu holen, was sie sucht. Sie sucht die große romantische Liebe bei Paolo. Sie spielt sozusagen die brave Ehefrau, die dadurch auch funktioniert und für das, was wiederum ihre Familie von ihr erwartet hat, also eine finanzielle Absicherung und politische Absicherung ist dadurch gewährleistet, und spielt ein ganz perverses Spiel mit diesem ihr also einerseits obsessiv erlegenen, aber auch sehr gefährlichen Malatestino. Und insofern ist es eine Frau rächt sich für einen Betrug, den man an ihr begangen hat. Ich habe Francesca da Rimini vor einigen Jahren entdeckt, eigentlich so auf meiner Recherche nach unbekannteren Werken des 20. Jahrhunderts, die trotzdem eingeschlagen haben, damals in der Zeit, als sie uraufgeführt worden waren. Und dann bei Francesca hat mich dann doch sehr auch interessiert, also wieso verschwand das Stück dann irgendwann einmal wieder. Und es war aber immer für bestimmte große Sängerinnen ein zentrales Stück, und das merkt man einfach, dass dieser Komponist Sandonai ganz eng an dieser Frauenfigur also interessiert war, dass er eine Frauenfigur geschaffen hat, so wie ich sie gerne mag, nämlich kompliziert, komplex und unverständlich. Ja, mit Sarah ist es so, dass man kann wirklich so von einem eigentlich leeren Blatt Papier beginnen mit ihr. Also sie ist sehr gut musikalisch vorbereitet, also so, sie hat eigentlich so sich sehr schon so eine eigene Reise zurechtgelegt und ist dann aber in der szenischen Arbeit sehr neugierig, sehr offen, also wie ein Schwamm saugt sie auf, also sowohl so diese Fülle von Subtexten, die ich immer gerne den Sängern gebe, aber auch ist sie jemand, die ab dem Moment, wo man auf die Bühne geht, im Originalbühnenbild, versteht sie sich fast wie ein Teil von seinem Gesamtkunstwerk, dass sie auf einmal auch so begreift, wie sie Teil eines ästhetischen Konstrukts ist. Und Sandonai hat versucht, so ein, ich sag mal, Klangteppich zu finden für das Schillernde dieser Frauenfigur. Am ehesten könnte ich es immer so vergleichen mit Debussy. Also ich sage, es ist wie ein melodisch durchtränkter Debussy, der sich dann aber nicht davor scheut, da, wo die Härten in der Handlung vorkommen, auch extrem brutal zu sein und insofern sich also dieses sogenannten italienischen Verismo-Vokabulars in der Musik also auch dann bedienen kann. Aber es ist, ich finde, in der Zusammensetzung eine sehr persönliche Kombination von allem, was
um 1910 in der musikalischen Welt ausprobiert wurde. Und das hat er zusammengefasst in einer doch sehr, sehr persönlichen Sprache, die punktgenau auf dieses Sujet trifft.